Im heutigen Video sprechen wir über drei Wege, um passives Einkommen mit Aktien aufzubauen. Wenn du wissen willst, wie das Ganze funktioniert, dann viel Spaß bei diesem Video. Hast du dich schon mal gefragt, wie es wäre, finanziell frei zu sein? Weiteres Geld zu verdienen und mein Risiko beim Investieren deutlich zu reduzieren. Wenn der Wille zur Führung da ist, dann sehe ich da kein Problem. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Philipp Malte-Lingenau. Ich hoffe, du hattest bisher einen finanziell erfolgreichen Tag. Wenn es um die Themen Vermögensaufbau geht, finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit, sind für mich Aktien einfach der beste Weg, um das Ganze umzusetzen. Warum? Vor allem, weil sie die höchste Renditeerwartung haben, egal über welche Assetklasse hinweg. Seien es Immobilien oder was anderes. Das Beteiligen an Unternehmen, die wertschöpfend tätig sind, hat einfach die höchste Renditeerwartung. Das ist historisch in Studien, die ich mir angeguckt habe, über 200 Jahre bewiesen. Und deswegen beschäftige ich mich damit auch und nutze es einfach, um ja, dort als System weiter hineinzuarbeiten und meinen Cashflow daraus immer weiter zu erhöhen. Und beim Cashflow sind wir auch genau beim richtigen Thema, denn für mich ist es immer wichtig, wenn man über Unabhängigkeit, Freiheit spricht, dass man regelmäßige Einnahmen hat. Warum? Weil das gerade vom Kopf her eine Sache ist, die uns mit so einem Job ja anerzogen wird und man sagt, okay, man lebt von Monat zu Monat, man hat monatlich genau diese Ausgaben und wenn man dann regelmäßige Einnahmen erzielt, ist es viel, viel einfacher, damit umzugehen. Deswegen war das ein Fokus, als ich damit angefangen habe, das Ganze umzusetzen. Und heute sprechen wir über drei Wege, wie man genau sowas aufbauen kann. Wenn ich mit Leuten spreche, sagen die meisten, ja, ich kann doch nur Geld verdienen mit Aktien, wenn das Ganze steigt. Und vorherzusagen, wo die Kurse hingehen, funktioniert nicht. Der gleichen Überzeugung bin ich auch. Aber ich bin nicht der Überzeugung, dass man nur damit Geld verdient, wenn die Kurse steigen. Warum nicht? Denn es gibt drei Möglichkeiten, um zusätzlich zu Kurssteigerungen laufende Einnahmen zu bekommen und das führt dazu, dass man auf die Aktien an sich einen ganz anderen Blick bekommt. Wie das Ganze aussehen kann, fangen wir direkt an mit Nummer 1, das sind Dividenden. Dividenden sind einfach eine Gewinnausschüttung vom Unternehmen, die an den Aktionär, also uns als Investor, zurückfließen. In Deutschland ist das zum Beispiel in den meisten Fällen so, dass einmal im Jahr ausgeschüttet wird. In Amerika ist es so, dass auf Quartalsbasis ausgeschüttet wird, das heißt alle 3 Monate. Und da ist einfach ein kleiner Anteil, der an Aktionäre ausgeschüttet wird von den Überschüssen, die ein Unternehmen generiert hat. So, man kann jetzt sich darauf spezialisieren, nur nach Dividenden zu investieren und da gibt es viele Strategien, die sich auch genau damit beschäftigen. Ich mache das nicht. Ich nehme die Dividende immer mit, wenn ich das Unternehmen sowieso haben möchte, bin aber auch völlig fein damit oder mag es sogar lieber, wenn es keine Dividende ausschüttet, weil wenn ein Unternehmen besser mit den Gewinnen arbeiten kann, dann ist es oft die Wahrscheinlichkeit zumindest für mich höher, dass es noch mehr Mehrwert schafft und meine Beteiligung daran, also in puncto Vermögensaufbau, einfach höher ist. Und deswegen brauche ich auch andere Mittel und da kommen wir jetzt auch zu Mittel 2 und 3 und die sind gar nicht mehr so allgemein bekannt und zwar sprechen wir jetzt über das Thema Optionen. Und zwar, wenn man einen Ansatz hat, eine Strategie, die auf das Investieren abzielt und wirklich den Vermögensaufbau, dann sind Optionen eine ideale Kombination, um zusätzlich Monat für Monat einfach Einkommen zu generieren. Das heißt, uns ist es ja normalerweise nur bekannt, dass wir zum Beispiel eine Aktie kaufen können oder verkaufen. Wenn wir jetzt im Bereich Optionen unterwegs sind und ich sage Optionen, nicht Optionsscheine, dann können wir hingehen und sowohl Optionen kaufen und auch verkaufen. Und was wir damit machen können, ist eine Art Versicherungsgeschäft, dass wir eine andere Person absichern gegen einen gewissen Kursverlust. Zum Beispiel, das ist eine Möglichkeit. Wir sagen zum Beispiel, die Apple-Aktie würde ich nehmen, wenn sie bei 180 steht. Jetzt gerade steht sie bei 210 und nur für diese Verpflichtung, die wir eingehen, bekommen wir sofort Geld. Das ist eine Möglichkeit, um passives Einkommen auf der Put-Seite zu verdienen. Wie das Ganze aussieht, schauen wir uns jetzt mal hier direkt bei mir am Bildschirm an. Ich habe hier schon mal das Ganze vorbereitet und zwar sehen wir jetzt hier Apple, das ist einfach das Aktienkürzel von Apple AAPL und wir haben jetzt hier unten genau diese Puts, von denen ich gesprochen habe. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, im Dezember 2021 würde ich Apple bei 180 kaufen, würden wir jetzt hier in diesem Fall ungefähr 74 Dollar sofort als Einnahme bekommen. Und das, wenn wir einmal nur diese Verpflichtung eingehen, führt natürlich dazu, dass wir passives Einkommen dadurch generieren. So, diese
$72 sind natürlich jetzt nicht irgendwie geschenkt. Es ist die Verpflichtung dahinter, wie ich auch schon gesagt habe, dass wir ansonsten zum 21. Dezember bereit sein müssten, diese 100 Aktien von Apple jetzt hier zu kaufen. Und ja, es handelt sich um 100 Aktien, weil der Multiplier hier 100 ist. Das funktioniert nicht mit einer einzelnen Aktie. Aber wenn wir uns darauf mal die Rendite hochrechnen, kommen wir schnell dazu, dass man damit deutlich stärker, schneller Einnahmen aufbauen kann. Und wir hier einfach eine Möglichkeit haben, mit wenig Aufwand zu passivem Einkommen zu kommen, wenn wir uns einfach mit dem Thema beschäftigen. So, kommen wir direkt zu Punkt Nummer 3 und das ist genauso wie Punkt Nummer 2 Optionen und zwar nicht nur auf der ich kaufe, also ich möchte eine bestimmte Aktie kaufen mit einer Put-Option, sondern auch auf der Kaufseite, also auf der Call-Seite und zwar, wenn ich eine Aktie habe und sage, ich möchte sie nur bis zu einem gewissen Kursniveau haben. Schauen wir uns das auch wieder in einem konkreten Beispiel an. Nehmen wir an, wir hätten jetzt 100 Apple-Aktien und sagen, wenn die jetzt mal so auf 230 oder so steigen, also nochmal knapp 10% oder sogar noch ein bisschen mehr, dann würde ich die gerne loswerden. Und nur für diese Verpflichtung, dass wir dann auch sagen, wir wären bereit, diese Aktien zu liefern, die wir sowieso aus investmenttechnischer Sicht haben wollten, bekommen wir dann nochmal hier in dem Fall jetzt so knapp $92. Das heißt, das sind Möglichkeiten, um damit regelmäßige Einnahmen aufzubauen, um vor allem auch passive Einnahmen aufzubauen. Und das Ganze ist natürlich jetzt nicht unbedingt immer ganz so einfach. Also diesen Zugang dazu zu finden, das hat gedauert, das hat bei mir auch ein bisschen gedauert und deswegen ist es auch einfach eine Methodik, die ich jetzt weiter teile. Auf dem Kanal hier findest du ganz, ganz viele Videos dazu, wie das Ganze in der Praxis umzusetzen ist. Aber ich möchte einfach auch diese Möglichkeit weiter teilen, weil es kaum jemand gibt, der darüber spricht und einfach noch mehr Menschen daran teilhaben lassen, genau von diesen Möglichkeiten hier auch profitieren zu können. Und wenn du genauso einen Einstieg suchst, wenn du eine Strategie haben möchtest, die regelmäßige Einnahmen produziert und trotzdem immer auf langfristiger Basis ausgerichtet ist. Das heißt, dass man wirklich, es ist ein sehr, sehr konservativer Ansatz, mit einem sehr, sehr konservativen Ansatz auf die Themen finanzielle Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit eingeht. Dann empfehle ich dir jetzt meine Videoserie, die du hier nicht auf dem Kanal findest. Einfach hier oben im Newsletter abonnieren, dann kriegst du das alles direkt per Mail zugeschickt oder auch der erste Link hier unten in der Beschreibung. Wenn das für dich interessant ist, dann schau es dir gerne an. Haben schon hunderte andere gesehen. Sehr, sehr viel positives Feedback darauf. Da zeige ich wirklich transparent von A bis Z, wie ich das Ganze mache mit Depotauszügen. Schau es dir gerne an und lass mich wissen, was du denkst. Und ansonsten, wenn es dir gefallen hat, liken und abonnieren nicht vergessen. Wie siehst du das Thema passives Einkommen bei Aktien für dich ein Thema? Investierst du vielleicht sogar nach einer Dividendenstrategie? Auch das lässt sich natürlich kombinieren. Lass es mich mal gerne in den Kommentaren wissen, dann tauschen wir uns ein bisschen aus. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, dir einen weiterhin finanziell erfolgreichen Tag. Mach's gut, ciao.